Frankfurt Tinder, es endet in einer Katastrophe. Gehen wir wieder rein, oder? Würde ich sagen, es wird Zeit für ein Reset, meine lieben Freunde. Es ist mal wieder soweit. Ich glaube, der letzte Reset ist so 2-3 Wochen her. Ich glaube, seitdem haben manche Leute vielleicht die Idee ihres Lebens gehabt. Man konnte geresettet in die nächste Woche starten. Das ist ganz wichtig. Die ganzen Probleme, die ihr im Kopf hattet, werden jetzt nach diesem Video nicht mehr da sein. Ja, das ist wie so ein Neuanfang. Diese ganzen Probleme werden gelöscht und ihr startet mit einem komplett neuen Mindset in die neue Woche dann. Was babbelst du? Geh mal aus dem Video mit deinen hässlichen Klamotten. Ja. Frankfurt ist aber auch einen. Aber ich rede doch normal so. Was ist dieses 777? Mein Bodycount. Sie braucht afghanische Gurke. Sie macht. Dein Gesicht hat 2 verschiedene Hautfarben und du machst dir die anderen Leute fertig. Immer die Leute, die dann da im Hintergrund stehen und rumschreien. Es sind auch immer dieselben. Ist euch das mal aufgefallen? Es sind immer dieselben. Hör mal zu. Ey, John Wick auf Down-Syndrom, werd mal nüchtern, you wussy. Ey, wa! Geh mal weg jetzt! Berühm mich nicht, der Bruch, die Macht! Geh mal weg! Da kommt immer sein Mundwinkel! Geh mal bitte, bitte, komm mal sein Mundwinkel! Oh, shit! Streitet euch weiter! So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt in meinem Wohnzimmer. Heute ist natürlich unsere Tinder-Aufstellung am Start. Es ist kalt, es ist nicht so viel los, aber ich habe mein Bestes gegeben, damit ihr natürlich einen Tinder bekommt. Und achtet nicht auf meine Nase, ich bin ein bisschen erkältet. Aber genug geredet, ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken jetzt einmal unsere Mädels ab. Also, Ladies and Gentlemen, das sind unsere Mädels. Applaus. Oh mein Gott, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott. Oh, krass, ich komm nicht. Hier sind die Jungs. Oh mein Gott. Boah, was für Playboys. Boah, bei ihm Jugend. Cristiano Ronaldo ist hier am Start. I'm gonna chef that. Ich würde sagen, Ladies first. Meine Rente. Hi. Hallo. 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 Bist du gerade ans Telefon oder was? Nein. Woher kommst du? Aus Mainz. Wie heißt du? Mainz. Emily. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Was denn? Abchecken. Oh ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Ich checke bis heute nicht. Aus Mainz. Wie heißt du? Ist das Emily. Nicht? Emily. Was deine schwer, Aufgabe ist, mit solchen langen Nägeln so durch den Alltag zu kommen? Wie wenn du so die leichtesten Sachen machst, das muss doch geisteskrank schwer sein. Auch so schreiben und so oder so, keine Ahnung, Arsch abwischen. Alter, wie? Ich schwör's dir, wie wischt sie sich den Arsch ab? Die muss ja dann so. Ja. Was denn? Abchecken. Oh ja, check ihn mal ab von oben bis unten. Gar nicht. Würdest du ihn daten? Nein. Nein? Nein. Warum? Das ist nicht mein Typ. Was gefällt dir nicht? Na, gut. Ich weiß nicht, einfach sein Gesicht. Er gefällt mir einfach nicht an sich. Sein Gesicht. Ja, gehe ich noch. Ist okay. Kann, ja, ne? Also es ist ein bisschen gemein, aber geht. Ja. Gesicht? Ja. Was mit seinem Gesicht? Der ist wunderschön. Wunderschön. Beschreib uns doch mal deinen Typen. Ja. Lock. Südländer, so Marokkaner, Locken. Also die Leute, die wirklich Druck haben, ne? An meine marokkanischen Brüder, die Locken haben und ihr Druck habt, ne? Sucht euch eine Wohnung in Frankfurt. Es ist ja da, es ist wirklich, wir machen immer Witze darüber. Die stehen alle auf denselben Typen so. Was? Hast du schon mal so ein? Ja. Ja? Ja. Okay. Wir haben hier mit deinem Einverständnis. Ja. Dass wir das überall posten dürfen. Ja. Du hast schon mal deinen Ruf verloren. Wir gehen rüber und hören uns die Meinung von drüben an. So, stell dich mal vor. Also ich bin Ömer. Ich komme aus Freiburg. Okay, 20 Jahre alt. Ömer. Was suchen die denn alle da? Check mal sie von oben bis unten ab. Ömer, würdest du ihn daten? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Boah, ich sag dir ehrlich, nein, weil sie ist mir ein bisschen zu Aslak. Ja, ich weiß, ich stehe so auf dieses Weibliche, so, weiß man, so richtig, so Lady halt. Warum bin ich nicht weiblich? Ich weiß nicht, allein wie du redest und so, ich finde sowas, ich weiß nicht. Aber ich rede doch normal, so. Weiß ich, dein Auftreten und so, ich weiß nicht. Wie trittst du denn auf? Und du redest wie Haftbefehl.
Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Was meinst du? Diese oder hier, Augen. Auf was für Frauen stehst du? Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall darf nicht so dünn sein. Ja? So wie sie jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, Blondine am besten eigentlich. Ja. Blondine? Ja. Also sie geht gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Was meinst du? Die Freundin als Verteidigung? Ja, das soll die halt, ne? Es hat schon mal... Er sagt so ein bisschen, was ein Typ ist, der soll die Fresse halten. Sie sagt vorher, ja, mein Gesicht gefällt ihm nicht. Sehr gut angefangen. Wir gehen mal eins weiter, okay? So, hallo. Hallo. Na? Oh, ich glaube, jetzt hier wird es gleich ein bisschen scheppern, oder? Das Mal konntest du ja nicht dabei sein. Ja, ich war leider zu spät. Ja. Okay, stell dich mal trotzdem vor. Mein Name ist Naima. Ja, ich komme aus Mainz. Naima, check mal deinen Typ einmal von oben bis unten ab. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich sag mal so, also einen guten Style hat er. Er sieht auch gepflegt aus, aber ich weiß nicht, so ganz mein Typ ist es nicht. Nein. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir nicht so. Warum? Guck mal. Seine Haare, seine Augen, alles. Digga, was babbelst du? Geh mal aus dem Video mit deinen hässlichen Klamotten. Alter, gleiche Postleitzahl, beide Augen, Mann. Was? Okay, was passiert, Chat? Der Reset jetzt? Guck mal, wie nah die aneinander sind. Boah! Oh, guck mal, deine Fresse an. Lass sie mal haben. Alter, fuck! Marello, sein Dings, sein Arzt, der macht dir bestimmt auch ein paar Haare auf den Kopf. Haare auf Kopf muss ich nicht haben, aber es gibt bestimmt Plastikchirurgie, das dir helfen kann. Ja, aber das mache ich nicht. Sorry. Vielleicht, wenn du Geld hast, irgendwann mal. Definitiv. Darf die so reden mit dir? Wir hören uns mal die Meinung von ihm an, ja? Also. Stell dich mal vor. Ich bin Dennis, komme aus Saarbrücken, bin 19 Jahre alt. Check sie mal ab. Mit Sonnenbrille. Einmal von oben bis unten. Philipp, Liebe. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Also eigentlich nicht. Ich habe eh nichts halt gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt cool wäre, wenn ich jetzt ja sagen würde, aber... Der Mann hat gerade Iftar gemacht und stellt sich dann ein in Frankfurt Tinder. Ich sag erstmal nein so. Aber sie ist eine selbst Person, aber ich schütze ihn nicht daten. Nein, oh, sehr schön, ja. Sehr gepflegt aus. Okay. Also, wow, er war so anständig. Mm. Ein Applaus für ihn, komm. Ja, Applaus. Ja. Wow. Wir haben hier aber trotzdem kein Date. Wir gehen eins weiter. Komm. Oh mein Gott, schaut mal, wer hier ist. Hallo, Boys. Na? Na? Wie geht's? Super gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Yeah. Montana Black, ich grüße dich. Aber er hat dich doch... fertig gemacht. Ich würde ihn trotzdem. Dann würde ich sogar ohne Tüte. Du würdest trotzdem, sagst du? Ja. Die Frage ist, ob er würde. Er hat Feuer. Stimmt. Okay, Sophie, du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Ja. Ich muss heute Hotel-Date finden. Genau, check ihn mal ab, von oben bis unten. Ecktube, komm. Wir ganz zu Marcel, da fließt das. Monte meinte, er würde lieber wichsen. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Nein, warum? Mann, Digga, der war schon in meinen DMs. So. Ja, du warst in ihre DMs? Ja, ja. Ey, was du da? Er würde wirklich. Ist er dein Typ? Nein. Da würde nicht mal mit Tüte gehen. Gut, wir hören uns die Meinung jetzt von ihm an. Komm, stell dich mal vor. Was geht? Ich bin Eggy on the Beat. Mal wieder am Start. Okay, Eggy on the Beat. Check mal Sophie erstmal von oben bis unten ab. Check sie mal ab. Was ist diese 777? Mein Body Count. Was meinst du damit? Schönes Loch und jetzt küss meine Hand. Ey, ich komme aus Schaffenburg, dann gehen wir Hotel, okay? Warte, wollen wir aufnehmen? Das? Auf OnlyFans? Hotel? Komm. Okay, wir haben ein Date. Wir gehen ein zweiter. Achtung. Hallo. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Niemka von TikTok. Was geht ab? Niemka, woher kommst du? Aus Berlin. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Berlin. Okay, Niemka, weißt du, was deine Aufgabe heute ist? Der da oder? Genau. Oder der da? Ihn musst du erstmal einmal von oben bis unten abchecken. Billige Hose, komm. Digga, really der Typ auch immer. Also, entweder ruft er die immer hin oder ich schwör's dir, die sind immer da. Eins von beiden. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Also, er ist eigentlich ein ganz süßer, ja, aber er gibt mir irgendwie so kleinen Chiro-Vibes. Weißt du, was ich meine? Ob du einen kleinen Chiro hast? Ey, sag sowas nicht. Der hat den größten, ja, und doch nicht auf...
Bruder, hör mal, hör mal. Du musst drauf gucken, wie er dich behandelt. Ja, er gibt so kleine Hero-Vibes. Weißt du, was ich meine? Nein. Was heißt Hero? Du bist recht, er weiß nicht, guck mal, was er fragt. Ja, aber was heißt Hero? Ist. Wo hat sie das gesehen? War sie bei mir im Hotel oder was? Bei dir muss man das Hotel selber bezahlen, ja? Nein, ich zahle dir. Aber ich schicke dich nicht. Es ist Haram, es ist Ramadan. Ich schicke einen Freund mit dir. Alles gut. Du kannst deinen Freund selber nehmen. Was sind deine Typen? Also, auf jeden Fall ein bisschen dickere Kette so. Und diese Schuhe sehen auch ein bisschen Power Ranger aus. Ja. Ich glaube, sie steht auch auf fette. Du musst zum Friseur, Bruder. Ich habe mit dem gemessen, mindestens 25 cm. Guck mal, Alter, so viel musst du verdecken an dein Gesicht. Nix wert. Nein! Ey, wie viel hast du von diesen Jackie-Dosen heute schon getrunken, Bruder? Das ist doch nicht wichtig, wie viel ich getrunken habe. Das Wichtige ist, dass du dich so verdeckst, Mann. Sag's, kleine Alter, safe hast du selber ein Mann. Und er ist größer als deiner, ja, Nidges. Größer an meiner als hin oder her, Alter. Du bist am Fecht eine Mann. Hast du gerade zugegeben, selber, Mann, Alter. Was? Keiner kann diesen Eiern, was? Als ich. Du wirst auch immer auf so verschiedene Arten, also ich habe mir ja schon viele Videos angeguckt. Man wird immer wieder neu geresettet, auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist immer mal wieder anders. Immer mal wieder anders sitze ich hier und dann denke ich mir, okay, krass, sie haben mich wieder. Krass, sie haben es wieder geschafft. Ich gekommen bin, die nennt mich Bruder, obwohl sie weiß, alle Brüder haben Banane und die hat keine. So. Was sagst du zu ihm? Ja? Ja, er ist ja voll auf dich abgegangen. Ja, er braucht Keratinglättung auf jeden Fall. Was war die Frage? Achso, der, die Glatze, nicht der? Ja, der braucht Keratinglättung, Glätteisen. Afghanische Gurke. Was? Was? Sie braucht afghanische Gurke. Sie macht. Wie viel hast du probiert? Hat der geschmeckt oder nicht? Bruder, dein als letztes, ja? Ich hab probiert. Was ist das? Herr Niemka, was sind deine Typen? Ja, so, ich hab gesagt, ein bisschen geiler einfach, ein bisschen männlicher, ja? Bisschen dickere Kette auf jeden Fall. 1,90 Vollbart und dicke Goldkette. Das heißt, Jungs, kein Zeit verschwinden, sie ist ein Goldiger. Wir hören mal uns die Meinung von Imtiaz an. So, stell dich mal vor. Emi, du weißt, was deine Aufgabe heute ist? Ja, wir haben schön gemacht. Der Kollege hier ist mit Männlichkeit. Gleich dickere Kette. Einem Spruch berühmt geworden. Fahrt ihr in billiger Hose. Billige Hose. Check mal Niemka einmal von oben bis unten ab. Montagabend ist schon der Reset, der Chat. Leute, tatsächlich. Montagabend. Würdest du Niemka muss auch mal sein. Ja, nein, begründe. Muss auch mal sein. Nein. Nein? Ja. Ja, das, ja. Hübsch. Ich bin Single vergeben, so kann ich nicht. Was hast du gesagt? Ich habe gedacht, ich bin Single vergeben, kann ich nicht. Und warum glänzen deine Augen so, wenn du mich anguckst? Boah, die weinen vor Hässlichkeit. Bruder, dich will hier nicht mal jemand daten. Was ist mit dir? Warum redest du? Wieso regst du dich so auf, Mann? Die Wahrheit tut weh. Wer hat Meister Proper gefragt? Boah, zumindest habe ich einen Wert, Mann. Du hast gar keinen. Was für Wert? Du hast eh kein Geld. Geld, Alter. Du suchst nach jemandem mit Geld, Alter. Kein Geld bist du. Ich hab früher gesagt, Goldiger, fertig. Hä? Es geht darum, ich habe eine Freundin, ich würde niemals jemand anderes hier daten. Es geht um Werte, es geht nicht darum, zu lutschen, schminkt euch, nein, darum. Schmink dich nicht alles so viel. Alles dreht sich ums Fleisch. Nein, schmink dich nicht so viel. Ja, achtet auf Werte, achtet auf gute Sachen im Leben. Typen ohne Para reden über Gold, Digga, was ist los? Nach 30 Jahren wirst du unhässlich. Egal wie du bist jetzt. Und dann deine Werte sind einzig das Wichtigste. Ja. Du hast, kannst jetzt heulen, schreien und beleidigen. Digga, was ist denn eigentlich hier mit ihr die ganze Zeit? Das verstehe ich nicht. Was ist denn da die ganze, also was ist da los? Ich schwöre, die redet nur über Schwänze. Die ganze Zeit. Was du willst, wie auch immer, du bist g***t. Darf er so. Du bist natürlich und siehst trotzdem aus. Raus! Was hast du gerade gemacht? Oh nein, ich wurde gepackt. Darf ich mich schon auf deinen
setzen? Oh, gerne, gerne. Aber wie findest du sie? Ja, lange, nicht kleine wie andere. Ja. Aber trotzdem will ich sie nicht. Ja, billige Hose halt, was soll ich dir sagen? Guck dir mal an. Die mögen mich, aber egal. Ja, der will was von mir. Was für Wollen, Alter? Ich ekel mich vor dir, Mann. Boah, shit, Mann. Ey, bist du nicht der in meinen DMs heute Morgen, oder? Aber wer ist das? Dass der schießt, dass der überhaupt der redet, Schweizer, Digga. Der Schweizer. Ja, man hört's, dann soll er wieder zurück nach Schweiz, Digga. Ja, jetzt musst du sie natürlich verteidigen. Host eine Gruppe, Host. Was hast du gesagt? Er soll wieder nach Schweiz, was macht er hier? Boah, Geld, ich kann's mir erlauben. Du bist hier, weil du hier lebst, Mann. Ja, hör mal zu, ich lebe hier nicht. Boah, du lebst hier nicht, Mann. Krass, ja, Alter. Aber was machst du hier, Digga? Du wohnst in Schweiz. Anzug aufgechillt, Mann. Anzug aufgechillt. Meine Schweizer Franken in der Tasche. Arbeitslos mit Anzug an. Und natürlich billige Jackie, Mann. Reiche sind geizig. Hier, befahrt. Es passiert gerade. Die Woche wird die beste Woche eures Lebens. Das wird die beste Woche eures Lebens. Guck dir Manfred an. Manfred, okay? Es gibt hier ein paar Regeln. Wenn du mir hier irgendwelche Katzen demnächst anschleppst, will ich die erstmal kennenlernen. Okay? Das ist einfach ein Problem. Das wird die beste Woche eures Lebens, meine lieben Freunde. Der Reset, es ist passiert tatsächlich. Also ich fühle mich geresettet. Ich habe jetzt gerade einfach 2 Minuten mal durchlaufen lassen, weil ich nicht wusste, was hier gerade Sache ist. Ne? Musste erstmal alles selber realisieren. Aber das ist es. Schreibt euren Crush, spricht euren Crush an, gründet ein Unternehmen, macht euer Ding, ihr werdet, das wird die Woche. Verteidigst du deine hohe Schwester, Mann? Ey, halt mal deine F***. Übertreib mal nicht jetzt. Übertreib mal jetzt, aber erst nicht. Ey, übertreib nicht. Ey, was ist für ein Mongo, Digga? Ich bin für Gleichberechtigkeit. Gleiche Kämpfe. Was machst du aber hier? Boah, ich habe Spaß hier, Mann. Und du regst dich auf, Mann. Guck mal, man sieht schon gleich den Ding. Du regst dich auf und ich chill meine Eier hier. Mit meiner Jackie-Cola. Und du nicht. Chill mit meiner 360. Ey, John Wick auf Down-Syndrom. Werd mal nüchtern, you wussig. Mama Breakdance, komm. Thank you. Boah, noch. Was willst du sagen? Leute, ich suche einen Drehpartner, ich verlose bald was. Doch dann weg, was? Ey, geh mal weg jetzt. Berühr mich nicht, der Butti, Mann. Geh doch mal weg. Da ist schon mal jetzt hier. Ich stehe hier, verpiss dich. Was ist hier das Problem? Der Pisser sagt, ich soll weggehen von dem. Ich stand hier als erstes, der steht neben mir. Ich sag, der soll weggehen, der geht nicht weg. Sagst du mir irgendwas von Dreck? Guck mal, sein Mundwinkel! Guck mal, bitte, guck mal, sein Mundwinkel! Oh, shit! Wir streiten euch weiter. Guck mal, du sagst, er soll seinen Mund abwaschen. Schmeckt schon ab. Nein, warum? Das sieht gut aus im Gegensatz zu seinem Dreck. Das sieht nicht gut aus. Aber der hat Dreck, irgendwelche Essreste an seinem Mundwinkel. Der hat Jackie an seinem Mund. Er ist gegrillert. Und du hast. Was guckst du so genau, Alter? Was guckst du so genau, Alter? Okay, was willst du sagen? Dein Gesicht hat 2 verschiedene Hautfarben und du machst dir die anderen Leute fertig. Ey, deine Augenbrauen sind nicht gerade, deine ist länger. Ich hab Werte und ich... Heute hat mal zupfen, Junge. Zupf die mal. Ich mach's mit zu. Soll ich die zupfen, dass sie so eng werden wie deine? Guck mal, wie klein die sind, Mann. Gar nichts. Musst du tätowieren oder was? Ich hab keine Worte dafür. Ich überleg die ganze Zeit, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen. Also, ja. Nichts, Mann. Halt. Fallen die noch aus? Hast du sie angezeichnet? Was ist das, Mann? Eine kleine Linie, Alter. Nicht mal einen Zentimeter. Was ist das, Alter? Guck mal, du sagst zu Augenbrauen zupfen. Du hast zu viele Augenbrauen gezupft, Mann. Warum willst du mit jeder Ollen 1? Chill dich, Mann. Was schleißt du dich hier an, Mann, Alter? Warum willst du. Mama. Ollen 1? Warum willst du mit jeder Ollen 1 gegen 1 machen? Gleiche Rechte, gleich Kämpfe. Das ist auch Niemka, das ist extra aus Berlin. Bitte entfolgt mir alle, entfolgt mir alle. Auf jeden Fall, Monte, das ist Frankfurt. Ich bin der Normalste hier. Hey, ich wollte das Video eben beenden, hat nicht geklappt. Aber jetzt beenden wir das. Frankfurt, I love you. Jungs aus Straßburg, Freiburg. Ich küsse euch, Alter. Ich bin so dankbar, dass ich kein Teil dieser Jugend bin. Diese eine aus Berlin dachte, sie ist lustig, obwohl keiner lacht. RTL kann einpacken gehen. Eli, es dreht mich komplett. Everything has changed. Every day.